Hiho, es geht weiter mit Let's Play Tales of Symphonia. Beim letzten Mal haben wir von Governor Dor erfahren, dass sich eine Gruppe als Heldengruppe und Auserwähltengruppe ausgibt. Und sie haben das Buch der Erneuerung, in dem die Siegel verzeichnet sind, die wir ja auch alle suchen. Und sie waren auf dem Weg zum Harkonnesia-Pass, deswegen sind wir jetzt dabei, sie zu verfolgen. Allerdings sehe ich hier einen Wohnwagen. Novas Wohnwagen. Wieder mit der ganzen Truppe, wieder Gespräche um Aska. Was ist das? Ja. Okay. Also, hätten wir ja nicht unseren tollen Ausflugspart gehabt, hätten wir hier dann die ganzen Aska-Infos bekommen. Ich find's auch witzig, dass wir mit dem Wohnwagen immer genau da sind, wo wir gerade sind, nicht wahr? Ich habe übrigens keine Ahnung, wo der Harkonnesia-Pass ist. Ich gehe jetzt mal nach rechts, weil da ist irgendwie ein Weg auf der Karte und das könnte ein Berg sein und das könnte dann ein Pass sein. Wir schauen einfach mal, was liegt am Ende des Weges. Feinde liegen am Ende des Weges. Natürlich tun sie das, nicht wahr? Der ist neu, oder? Ich glaube, der ist neu. Ich habe auch vergessen, wie ich Skelett spiele. Das ist auch neu. Nein, ich will hier eigentlich... Dual Wavers, Powerhammer, Identity Wing, Whirlwind, klingt gut. Angel Feathers können wir mal da drauflegen. Okay, Moment, was hat sie schon 50 Mal benutzt? Okay, nur Powerhammer. Dann beklaue ich dich jetzt. Aua. Ich bin daneben gefallen. Warte, jetzt beklaue ich dich. Jetzt. Ha! Oh. Entweder hat er nichts oder ich habe es noch nicht geschafft zu klauen. Zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. Oh. Gott, das ist so langsam. Aua. Also im Vergleich zu Ouchie, Kratos oder Lloyd. Vor allem kann sie auch nur zweimal nochmal zuschlagen. Die anderen können dreimal nochmal zuschlagen. Also die Nahkämpfer können dreimal nochmal zuschlagen. Yeah. Zack, zack. Alright, okay. Aha, Lloyd eignet sich Verbund-R-Fähigkeit an. Ich wusste doch, das geht irgendwie. Also erst nach dem Kampf. So, was hast du? Erfattacke. Erhöht den Schaden bei abwehrenden Gegnern. Ja, das ist doch schon mal cool. Das lassen wir ihm doch direkt, so würde ich sagen. Wem geben wir noch was? Colette? Wir geben Colette mal noch was. Ja, Stärke, Widerstand, Spott, keine Ahnung. Wir nehmen jetzt wie immer die beiden T-Typen und gucken, ob das irgendwas gibt. Nee, wir experimentieren jetzt ein bisschen rum. So, hier ist das Ende des Weges und hier ist... nichts. Na, zum Glück sind wir diesen Weg lang gelaufen. Marienkäferchen, hatten wir die schon? Ich habe überhaupt keinen Überblick in diesem Spiel, welche Feinde ich gescannt habe und welche nicht. Die mögen kein Eis jedenfalls. Nicht, dass das Skelett irgendwie weiterhelfen würde. Ich würde sie gerne beklauen, aber sie lassen sich nicht richtig beklauen. Und Colette? Oh, Colette hat nichts gelernt. Warum hast du nichts gelernt? Du sollst auch irgendwas. Los! Adlerauge und Widerstand. Wir experimentieren jetzt einfach. Na gut, da war nichts. Können wir uns hier durchquetschen? Durch die Berge! Geh weg. Geh weg, ich will zum Weg zurück. Da muss auch irgendwo eine Brücke sein. Und Kamera, bitte. Kamera. Kamera. Oh, die Grashüpfer sind doof. Mit Colette. Ouchie. Aua. Lass mich doch meinen Ring Whirlwind machen, Mann. Hui. Ich beklau dich jetzt. Es wäre schön, wenn ich einmal im Leben irgendwas klauen könnte hier bei diesen Feinden. Nope. Ich habe hier auch gar nichts. Aua. Aua. Zack, zack. Klauen. Nein, nein. Autsch. Okay, dann halt nicht. Ich wollte gerade weghüpfen, aber ganz einfach zu langsam. Echt mal so. Kraftschub. Ha. Ha. Stilvoller Abgang war das. Ja, richtig stilvoll von Colette. Wow. Hör auf, wenn mich drüber zu... Ich kämpfe gut mit Colette, gell? Aha, Verbund-R-Fähigkeit. Was hat sie denn gelernt? Item.
Erhöht die Wahrscheinlichkeit, nach einem Kampf Items zu finden. Finde ich gut. Behalten wir. So, da ist eine Brücke. Das ist gut. Hi, Feind. Bye, Feind. Ich suche den Hakonesia Pass, Hakonesia Pass. Ich folge mal dem Weg. Wow. Da rechts scheint wieder irgendwas zu sein. Das ist auf der Karte auch irgendwie sowas Dunkles. Was ist das? Wir gehen erstmal da vorne hin. Das ist ein Haus des Heils, einfach nur so ein Ah! Einfach nur so ein A. Kennt ihr auch dieses A? Genau das. Plop. Eigentlich könnten wir Unisono-Attacke machen, einfach so, weil wir es können. Mit. Ja. Rain hat nicht mal eine Attacke, das ist so bitter. Hui! Ha, einfach weil es cool ist. Mauchi. Ich will jemandem was klauen. Menno. Gib mir Items, wir haben kaum Geld. Wir sind die Auserwählte. Das Zeug kommt der Erneuerung der Welt zugute. Warum greifen wir uns überhaupt an, Mann? Ich kann doch nicht die Auserwählte angreifen. Das geht doch nicht. Aber seid ihr auch eine Fake-Auserwählten-Gruppe. Wir haben ein Blechschild gefunden. Ist das was zum Ausrüsten? Blechschild. Oh, das ist wirklich zum Ausrüsten. Feuerfester Topfdeckel. Kann auch als Schild verwendet werden. Super. Super duper. Haus des Heils. Oh, Hundi, Hundi, Hundi. Hi. Dieser sieht aus wie Karamell. So ein schönes Fell. Okay, Karamell. Wenn ihr von hier aus nach Norden geht, kommt ihr zum Hakonesia-Pass. Aber ich glaube nicht, dass ihr ihn überqueren könnt. Wir wollen ja nicht überqueren, wir wollen nur zu dem Händler beim Hakonesia-Pass. Von daher passt das. Ja, da wird leiden. Bitte helft mir. Wir lassen sie allein. Aus Gründen, die ich euch später dann nennen werde. Wir müssen los. Wartet, dieses Treffen wird euer Ende besiegeln. Ich werde jetzt und hier gegen euch kämpfen. Das ist ein heiliger Ort. Wir sollten ihn nicht entweihen. Okay. Ich heiße Lloyd und du? Was? Lloyd? Ah, ich bin Colette. Ich bin noch unerfahren als Auserwählte, aber ich verspreche, ich werde mein Bestes geben, um die Welt zu erneuern. Ich habe nie nach euren Namen gefragt. Oh, du hast recht. Tut mir leid. Ich werde dich töten. Ich weiß. Aber vielleicht können wir in einem gemeinsamen Gespräch eine Lösung finden. Hörst du mir eigentlich zu? Ich höre zu. Aber, liebes Fräulein Mörderin... Shina. Shina Futibayashi. Ah, Shina. Du hast gebetet. Wenn man betet, dann wachsen der Seele Flügel. Ich bete auch. Ich bin sicher, dass wir uns verstehen werden. Ich habe darum gebeten, dich töten zu können. Vergiss es, ich kann mich nicht mehr konzentrieren. Du sollst dich auf einen nächsten Kampf gefasst machen. Sie ist weg. Als wäre sie ein Ninja. Ninja, Ninja. Ninja, Ninja. Ninja, Ninja. Okay. So, können wir hier schlafen? So, ganz billig? Wie findest du sie? Ist das nicht eine coole Frisur? Ich dachte, ich kann hier schlafen. Ein Bett ist sehr bestimmt, wenn wir uns ausruhen. 100. Ja. Ja. Schlafen wir neben dem Typen mit der coolen Frisur. Wiedersehen, ja. Tschö, tschö. Welches Level haben wir? Rain ist Level 15. Ich glaube, auf Level 18 lernt Rain ihren ersten Angriff. Level 18. Das ist so bitter. Level 18, Leute. Okay, sie sagten nach Norden, aber ich will diesen Weg hier checken. Oh nein, warte, das ist der Nordenweg. Ich will den anderen. Wo ist der andere Weg? Orientierung, hier. Da ist so ein schwarzes Loch auf der Map. Wir wissen, was es ist. Es tut mir leid, ich darf nicht mehr so leicht ablenken, gell? Aber hier ist irgendwas Tolles. Ich habe das Spiel viel zu viele Jahre nicht gespielt in meiner Erinnerung. Das ist echt schlimm. Dabei habe ich es so oft durchgespielt als Kind. So oft. Also als Jugendlicher eher. Nicht Kind, aber... Was ist das? Kamera! Riesenkäfer! Ach, es ist einfach nur große Marienkäfer. Weißt du, dann habe ich es einmal zu verteidigen und dann kommt direkt Abwehr durchbrochen. Gleich beim allerersten Treffer von diesem Käferchen. Au! Meine Güte.
kämpfe es von weitem. So, ich werfe jetzt das... Okay, das ging nicht wirklich weit genug. Ha! Ha! Zack. Wir haben Kirima bekommen. Das war, glaube ich, Obst, oder? Ja, eine erfrischend süß-saure Frucht. Palma Costa Farm. Oh. Nein! Nein! Nein, 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 nein. Also, wahrscheinlich würden wir eh nicht reinkommen, aber wir riskieren es jetzt mal nicht. Wir riskieren es mal nicht, wir folgen der Story, wie sie uns vorgegeben wird. Und gehen zum Hakko. Nee, sie passt. Vorbei an Riesenkäferchen. 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 Aha. So, ich klau dir was. Oder auch nicht. Vielleicht kann man dir gar nichts klauen. Und sie steht so langsam auf, dass man nach der Attacke nicht mal blocken kann. Also es geht nicht. Ich mache die Attacke nicht sofort auf Blocken, aber ihre Aufstehanimation ist so lang, dass sie einfach vom Feind getroffen wird. Das fand ich immer so ein bisschen nervig bei Symphonia, weil ich denke, du hast dieses Verteidigungsdingens, aber... Das, ja, ist schwer überhaupt einzusetzen. Oder ich bin einfach zu blöd zum Spielen. Kann auch sein. Vielleicht liegt es an mir. Wer weiß. Wer weiß. So. Okay, hier scheint sonst nichts zu sein. Vielleicht sind auch irgendwelche Laberteile da versteckt, diese leuchtenden. Manchmal gibt es, glaube ich, sogar Schatzkisten auf der Overworld, aber ich finde die gefühlt nie. Ich glaube, die sind in diesen Büchen da drin. Und keine Ahnung. Ich habe einmal eine gefunden. Oder es waren Symphonia 2, nicht mehr recht, was gerade. Aber ich glaube, es waren Symphonia 1. Ich glaube, in Symphonia 2 läuft man gar nicht mehr über die Weltkarte. Da wird man nur nach außen, wo man hin will. Das ist nicht so. Irgendwas hat mich gestört bei Symphonia 2. Viel hat mich gestört bei Symphonia 2, sind wir mal ehrlich. Aber wir spielen erstmal Teil 1. Bevor wir uns über Teil 2 aufregen. Yeah. So. Vielleicht kann ich dem was klauen. Ich meine, der ist ein Dieb. Der hat bestimmt Diebesbeute dabei. Nein? Schade. Hi. Ja, das war... Naja, easy nicht, aber es war okay. Und es tut mir leid, ich muss jetzt kurz in das Monsterbuch gucken, dem ich denn theoretisch was klauen kann. Steht das da? Ja, weit unten bei Stehlbar. Den kann man allen irgendwas klauen. Okay, die Feinde haben wir hier gerade alle nicht. Ist hier irgendein Feind, den wir gerade haben? Hier, der Dieb. Nein. Soldat. Haben wir die Soldaten? Sind das die, die wir gerade hier haben? Bechschild, ja doch. Okay, dem Soldat kann ich was klauen. Dem Bogenschützen. Der Magierin. Und den Marienkäfern auch. Den Heuschrecken nicht. Okay, also den Marienkäfer, Schwertkämpfer, Bogenschütze. Magierin, oder? Genau, den Dieb nicht. Okay. Hakonesia Pass. Ein Schild, das wir nicht lesen können. Hi, Typ. Was tut man nicht alles für die Wissenschaft, aber es ist trotzdem anstrengend, zwischen Asgard und Palma Costa zu pendeln. Irgendwann holt jeden das Alter ein. Ah. Will die Sachen, die hier rumliegen, keiner mehr haben? Wenn nicht, würde ich sie gerne mitnehmen. Kann man wohl schön an so einen Antiquitätenhändler verkaufen. Hello. Wenn ich Passierscheine wollt, das macht 100 Millionen Geld pro Person. Was? Was soll das für ein Wucher sein? Das ist absoluter Wucher. Ruhe, Junge, damit du es weißt. Ich hasse Männer. Das bedeutet, dass sogar die Pilger der Kirche von Martell hier nicht passieren können. Oh, was für eine Schönheit. Wenn du auf Pilgerfahrt bist, solltest du die Ruinentour von Asgard im Reisebüro in Asgard buchen. Hey, du steckst also mit der Reiseagentur unter einer Decke. Oh, halt den Mund. Wenn du kein Geld hast, dann raus hier. Hm? Das ist eine sehr alte Schrift. Oh, meine wunderschöne Maid, du hast ein gutes Auge. Das hier habe ich dir Auserwählten abgekauft. Das ist eine sehr alte Schrift, die Legende der Spiritua erzählt. Ich versuche schon seit Jahren an dieses Buch zu kommen. Ich hatte die Hoffnung bereits aufgegeben, dass Dors jemals hergeben würde. Ich kann mich glücklich preisen, dass die Auserwählte bereit war, sich davon zu trennen.
Gib es uns, oder? Lass uns zumindest mal reinsehen. Du liebst zu scherzen. Warum soll ich es euch zeigen? Ach komm schon, du hättest die Auserwählten. Halt, sonst halten sie es noch für Betrüger. Kein Grund, die zu schlagen, Ray. Halt ihm einfach kurz den Mund zu. Die Auserwählten? Die außerordentliche Anhängerin der Auserwählten. Sie möchte die Gegenstände sehen, die der Auserwählten gehört haben. Kurt ist eine treue Anhängerin und versiert in der Sprache der Engel. Genau. Das stimmt. Ich habe die Sprache von klein auf studiert. Nun, wenn es für euch so wichtig ist, dürfen die Jungfrauen die Schönheit einen Blick darauf werfen. Mehr als alles andere in der Welt möchte ich die Spiritur-Statue besitzen, die im Haus des Heils ausgestellt ist. Wenn ihr sie mir bringt, zeige ich euch das Buch. Na, du bist so geizig. Als ob es dich etwas kostet, uns einen Blick in das Buch werfen zu lassen. Halt den Mund. Verschwinde von hier, wenn du weder Geld noch die Statue hast. Okay. Hast du das Geld, Spiritur-Statue? Okay. Bin ja schon weg, Mann. Ha? Was ist los? Oh, du weißt es nicht. Ihr würdet gut tun, eine Weile hier zu warten. Ihr solltet euch auf jeden Fall von Palmacosta fernhalten. Ist Palmacosta etwas vorgefallen? Die Designs sind auf dem Vormarsch nach Palmacosta. Was? Der Leiter der nahegelegenen Menschenfarm soll auch unter ihnen sein. Magnius. Ich werde hier warten, bis die Dinge sich etwas beruhigt haben. Ihr solltet auch eine Weile eure Reisen einstellen. Aber... Gibt es nicht eine Möglichkeit, von diesen Leuten von der Farm wegzukommen, um uns in Sicherheit zu bringen? Macht euren Job, Reiseleiter. Ich kann nicht glauben, dass ich doch nicht nach Palmacosta kann, nachdem ich es endlich geschafft habe, den Pass zu überqueren. Ich frage mich, ob in der Schule alle okay sind. Governor Dawes dort, ich denke, also es geht ihnen gut. Mach ich mir trotzdem Sorgen. Es bringt nichts, hier tatenlos rumzustehen, aber ich glaube, das Wichtigste ist, wohl am Leben zu bleiben. Ich will mit der Reiseleiterin reden. Hey. Nein, Reiseleiterin. Okay, wir kommen nicht. Warte, vielleicht hier rum. Ah! Die erste Gruppe ist soeben nach Asrad aufgebrochen. Auch wenn ich es schaffe, den Pass zu überqueren, können noch immer das Gasthaus belegt sein. Was tun, sprach Zeus. Wer ist Zeus? Das passt überhaupt nicht in diese Welt hier. Oh, diese Designs! Wenn sie ein paar Mal Kostenprobleme verursacht haben, werden sie dafür bezahlen. Lloyd, beruhige dich. Was ist denn los? Als ich Iselia verließ, habe ich geschworen, die Designs aufzuhalten. Wenn du den Kopf verlierst, führt das nur zu armseligen Entscheidungen. Oh, sei einfach ruhig. Lloyd, deine Gefühle sind immer aufrichtig und ohne Arglist. Trotzdem ist das kein Grund, die Ratschläge deiner Gefährten zu ignorieren. Aber ich... Wir machen uns auch Sorgen, Palmacosta. Alle machen uns auch Sorgen um dich. Verstehst du? Tut mir leid, ich hätte mich nicht so verhalten dürfen. Schon besser. Aber bin ich wirklich diejenige, bei der du dich entschuldigen solltest? Kratos, ich war im Unrecht. Entschuldige. Schon in Ordnung. Wir sollten uns jetzt auf jeden Fall in Palmacosta umsehen. Wir werden uns beeilen, aber auch vorsichtig sein. Genau. Okay, wir werden uns so sehr beeilen, dass ich einfach ein Lob für Lloyd jetzt lese. Also dieser materialistische Typ noch ein Problem. Oh meine Güte. Was, Professor? Ich kann nicht glauben, dass du das Wort materialistisch kennst. Professor, und du hast es sogar richtig angewandt. Einfach fantastisch. Sie müssen mich nicht so loben. Aber das ist ein Wunder. Haha, ich werde schon ganz rot. Leute, sie nimmt mich auf den Arm. Halt die Klappe. Aua. Warum wird Genius immer geschlagen? Was zur Hölle? Okay, ich wollte eigentlich sagen, wir beeilen uns jetzt so sehr, dass ich einfach offscreen dahin laufen werde. Und wir beim nächsten Mal dann uns angucken, was denn Palmacosta abgeht und hoffentlich nichts Schlimmes. Und wenn doch, dann retten wir einfach alle, denn wir retten die ganze Welt. Denn wir sind die Auserwählten und ihre Helden. Haha. Also dann. Ciao, ciao.